Jo, liebe Leute, Theo hier. Heute begrüße ich euch zu einem Video, was ich schon länger geplant hatte. Und zwar 8 Easter Eggs bzw. kleine Secrets aus Mario Odyssey. Einfach mal als ein Video zusammengefasst und euch kurz und knackig zu präsentieren. Und ich hoffe, da sind ein oder zwei Sachen dabei, die ihr noch nicht kennt. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem ersten. Und der ist im Sandkönigreich. Und zwar dort, wo man gegen den Boss kämpft, in der Höhle. Und ihr seht hier im Schnelldurchlauf einmal den Weg. Ihr könnt einfach in dieses Loch springen und dann seid ihr auch schon dort an dem Punkt. Dort gibt es nämlich einen Punkt und ihr seht es gibt immer diese Steinsäulen. Und die könnt ihr nämlich einfach mit ein bisschen Skillsprüngen, mit in Dreifachsprung, eine Stampfattacke und dann im Sprung, also etwas höher gelegenen Sprung, könnt ihr die erreichen und somit noch auf die andere Plattform kommen, beziehungsweise auf dieses Gesicht von dem Boss, also ist ja so einmarmoriert in die Wand. Dort könnt ihr raufspringen und dann nochmal einen etwas höheren Sprung. Und dort eben so oben seht ihr einfach einen riesen Berg voll Münzen, ein kleines Geheimnis, was einfach zeigt, wie Mario Odyssey einen belohnt, wenn man einfach ein bisschen die Umgebung erforscht und man versucht einfach auf die verschiedenen Steinsäulen, kommt man auch rauf und dann sind auch überall Münzen, also ist schon ziemlich geil gemacht, dass Nintendo einfach so ein bisschen den Sammel- bzw. den Entdeckungstrieb in einem bisschen belohnt. Das nächste ist ein etwas bekannteres Easter Egg, und zwar der Globus von der Odyssey. Wenn ihr dort drauf springt und ihn dreht, dann ist es wie eine kleine Spieluhr und es hört sich auch an wie eine Spieluhr. Es ertönt nämlich der Song aus dem allerersten Trailer von Mario Odyssey. Richtig geile Melodie und es wird auch mal langsamer, umso langsamer der Globus sich dreht. Ihr könnt wieder raufspringen und es wieder zum Drehen bringen. Hört einfach mal kurz rein. Das gleiche könnt ihr auch im Metro Kingdom machen. Dort wird Jump Up Superstar auch in so einer kleinen Melodie abgespielt. Einfach richtig geiles Easter Egg. Noch ein kleines Easter Egg bzw. ein kleines Geheimnis, was ich einfach noch mit reingenommen habe, weil das einfach schnell abgearbeitet ist. Es sind die zusätzlichen Eingänge zu der Odyssey. Ihr könnt einmal oben durchs Dach springen und hinten durch den Auspuff sozusagen als Röhre es benutzen. Einfach zwei kleine extra Eingänge. Also es gibt drei Eingänge zur Odyssey. Auch einfach cool gemacht. Ein weiteres Easter Egg, was auch in der letzten Woche bzw. vor zwei Wochen, glaube ich, wurde es gefunden. Und zwar dieser kleine Hint-Tod bzw. der Tipp-Tod hält ja immer eine Karte in der Hand und diese Karte ist Bomb Omb's Battlefield aus Mario 64. Genau diese gleiche Map ist das, was er dort in der Hand hält. Ihr seht es, ich habe versucht ranzuzoomen mit der Kamera und es ist einfach wirklich diese Map. Es ist einfach ein richtig geiles Mario 64 Easter Egg. Ein weiteres kleines Easter Egg, eine Anlehnung an Super Mario Bros. Ist ja allgemein schon diese ganzen 8-Bit-Passagen, aber es gibt ja wirklich das allererste Level von Super Mario Bros. Kann man hier spielen. Ihr seht es eingeblendet im Metro Kingdom. Gibt es einen Mond bzw. zwei Monde, die ihr dort kriegen könnt. Ich muss das einfach mit reinnehmen, weil diesen Raum habe ich am Anfang gar nicht gefunden. Es ist aber leicht zu betreten, ihr seht es. Und ihr könnt einfach komplett das erste Level von Super Mario Bros. Spielen und ihr kriegt dabei noch zwei Monde und es ist einfach richtig geil. Die letzten Easter Eggs bzw. Geheimnisse sind im Pilzkönigreich und dort gibt es einen Baum, der den Tanuki-Schwanz hat, Leute. Ja, es hat genau diesen Schwanz von Marios weltbekannten Tanuki-Anzug. Ihr seht es hier und es ist sogar ein Mond dort versteckt. Ich habe den schon eingesammelt, aber ihr könnt euch darauf setzen und Mario lässt die Beine baumeln und genießt die Natur und sogar ein Vögelchen setzt sich auf seinen Kopf, Leute. Ist das nicht schön? Als erstes konnte man das Pilzkönigreich betreten, indem man im Schlemmerland bzw. im Luncheon Kingdom durch ein Gemälde gesprungen ist und dort ist man zu einem Ort gekommen im Pilzkönigreich, der Yoshis Haus heißt und es ist wirklich so eine kleine Plattform in der Luft, wo ein kleiner Schornstein ist, mehrere Bäume und dort spielt sich das nächste Geheimnis ab, beziehungsweise das nächste Easter Egg, die nächste Anlehnung aus Super Mario World. Dort gab es auch einen Ort, beziehungsweise Yoshis Haus, was auch genauso aufgebaut war mit einem Kamin und mehreren Bäumen. Also es ist eine offizielle Anlehnung, denke ich, an das Spiel. Und als allerletztes, was ich auch erst später rausgefunden habe, ihr könnt auf diesen ganz großen Baum raufklettern und dort oben sind auch wieder kleine Münzen versteckt, was einfach wieder untermalt, dass Nintendo damit rechnet, dass die Spieler darauf gehen und sie schon dort kleine Belohnungen verstecken. Was richtig cool ist. Ansonsten waren das die kleinen Easter Eggs. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr noch nicht kanntet. Ansonsten versuche ich nochmal neue zu finden und nochmal ein neues Video zu machen mit wirklich unbekannten Easter Eggs bzw. Secrets zu Mario Odyssey. Ich bin raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.